Hinweis: Dieses Spiel ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Ich will. Wow. Yeah, Ziel. Oh, du leckst gerade bei mir voll weg, sehr gut. Ach echt? Wow. Ich will ja, irgendwie mit allem fahren können. Das geht nicht. Doch, ich will da hoch. Kann ich da hochklettern? Kann man nicht fahren. Ja, ich will da hochklettern. Ja, machen wir Räuberleiter. Los, Ina, steig auf mich drauf. Da kommt man, glaube ich, gar nicht rauf. Nee, ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, es geht nur mit dem Riesenrad. So, Riesenrad. Wie machen wir das mit dem Riesenrad? Wie komme ich da rein? Da. Hui. Ich glaube, du musst... Bin ich richtig? Falsch? Ich komme da nicht rein. Ja, wir sind schon zu spät. Hier, jetzt. Jetzt wird's angehalten. Ah ja. Können wir rein beide? Das wäre so episch. Aber mich würde nicht rein. Ja, ich wette, du kannst in die nächste rein. Ja, okay, dann muss ich warten. Ja, ich wette, du musst leider warten. Wie du dich anlegst. Ja, ey, das sieht voll lustig aus. Oh, erstmal so die Stadt genießen. Und jemand schießt im Hintergrund schon wieder. Ja, so kann man die Stadt auf jeden Fall genießen. Das sieht irgendwie voll lustig aus. Ja, das jetzt auch mal, oder? Naja, ich kann nicht mehr aussteigen, glaube ich. Gerade wurde mir noch angezeigt, mit Dreieck aussteigen. Ah ja. Ich gehe mal ins... Ah ja, jetzt. Ah, wow, okay. Jetzt bin ich irgendwie hier in einer ganz komischen Perspektive. Hä? Wie meinst du? Ah, jetzt. Ich war vorher gerade gar nicht im Riesenrad, tatsächlich. Hä? Ich kann nicht mitfahren. Was? Alle Waggons fahren einfach weiter. Das ist ja doof. Oh Mann, aber ich schaue dir von unten zu. Okay. Aber es ist auch tatsächlich nicht so spannend. Du hast zwar einen coolen Blick so, aber du musst ständig irgendwie dich drehen, damit er bleibt. Achso, okay, ja, dann. Ich versuche mal die Achterbahn hochzuklettern und von der Achterbahn dich irgendwie zu stalken. Ja gut, ich Michael Myers. Ich steig dann jetzt auch mal aus bei der nächsten Umdrehung. Ach, geht das während der Fahrt? Nee, leider nicht, ich muss warten. Hier steht, das Fahrgeschäft wird dann bei der nächsten Umdrehung angehalten. Stell dir mal vor, du verpasst das jetzt so voll, weißt du? Sio Lovegood schreibt, los Ina, steig auf mich drauf. That's what he said. So meinte ich das nicht. Wir machen hier keine komischen Videos hier auf YouTube. Ah, ich weiß nicht, ich find's eigentlich ganz cool so in dem Riesenrad, aber es ist so mega langsam, ey. Das Riesenrad hat ja hier so... Das ist nicht zu zweit in einem Waggon sitzen irgendwie. Ja, irgendwie ist das mega langweilig. Als ich gerade die Achterbahn vorbeifahren. Oh, warte, wir beobachten jetzt dich mal, das ist auch eine Idee. Ich sehe gerade, wie du die Achterbahn hochläufst. Ja, ich werde jetzt zusammengefahren. Ja, da kommt gleich die Achterbahn. Oh, wow. Ja. Sehen wir es von hier aus mehr? Nee, tatsächlich. Ach, die kommt gleich. Du bist leider aus unserem Blickfeld verschwunden. Und da kommt sie, und da bin ich tot. Ups. Sehr gut. War anscheinend nicht so die tolle Idee. Warum ich? Ja, wirklich. Der Achterbahnbetreiber hat mich umgefahren. Ich habe doch keinen Selbstmord gemacht. Hallo? Was ist los? Ah, das ist ja ärgerlich. Alle Leute rennen schon wieder weg, weil ich gestorben bin, oder was? Ja, verstehe ich. Ich sehe es tatsächlich gerade nicht ruckeln. Nee, die Ausgabe scheint hier gut zu sein. Wie lange brauchst du denn noch? Weiß ich tatsächlich nicht. Ah, ich fahre schon wieder runter, Gott sei Dank. Ich gucke mir gerade die Gesamtperspektive an. Sehe dich aber noch nirgendwo laufen. Ach doch, da unten am Riesenrad bist du. Ach doch, da, ja, hallo. Wink mir, Ina, wink mir. Warte, ich wink dir mal mit dem Mittelfinger. Hallo. Ich sehe dich tatsächlich gar nicht. Ich sehe dich nur in der Außenperspektive. Oh. Du hast halt so die Außenperspektive und die Innenperspektive. Das kann man dann nur das ändern, oder wie? Ah, jetzt sehe ich dich. Ja, genau, nur die beiden Sachen. Deswegen ist es so mega langweilig, Alter. Ich war nie wieder Riesenrad. Hallo. Da bist du. Hallo. Ey, da zeigst du mir zeigst du mir den Mittelfinger? Ja. Was geht denn bei dir? Ich muss mich dem Niveau von GTA-Spielern anpassen. Ja, das läuft ja gut. Viel Erfolg dabei. Hallo. Hallo. Ich begrüße dich immer so herzlich, ich weiß. Machst ich soll mich in Mr. Hortley F umbenennen oder so. So, ich möchte endlich aussteigen, bitte. Dankeschön. Yeah. Ich möchte das hier nicht mehr. Also, du solltest jetzt den verklagen, den Riesenradbetreiber. Ja, wirklich, ey. Sowas Langweiliges habe ich ja noch nie erlebt. Ja. Alter, jetzt haut der mir hier schon wieder aufs Maul. Alter, ich möchte mein Gesicht behalten. Ciao. Ich kann doch nicht jedes Mal wegen dir zerstümmelt aussehen. Ja, Limo.
einen Dollar da. Das kann ich mir noch leisten. Das ist so viel, ich will auch was trinken. Meine Gesundheit ist nämlich voll im Arsch. Ich weiß gar nicht, an wem das liegt. Ja, wegen mir. Ich auch nicht. Ja. So, jetzt gibt's hier erstmal ein Schnäpperchen. Mal gucken, wie das so läuft. Läuft durch. So, aber einfach die Dose, aber immerhin ist die Gesundheit wieder voll. Auch. Ja, wir sind halt richtig, ja, Randalierer so. Boah, das sieht alles voll lecker aus hier, aber niemand, der uns bedienen möchte. Aber man kann sich ja nichts kaufen, ja. Ja. Wir sind hier nicht erwünscht, wir sollten gehen. Ach nee, aber ich glaube, ich mache jetzt an der Stelle hier auch langsam Schluss. Weil der besagte Hunger kommt. Hui. Oh. Aber es war auf jeden Fall ein total toller Ausflug hier mit dir. Ja. Das hat voll Spaß gemacht. Wow, Alter, jetzt verprügelt er mich hier wieder. Alter, was stimmt mit dem Jungen nicht? Weißt du, ich will hier so voll das friedliche Ende und so. Und Flo kann es einfach nicht sein lassen. Gina, sag ich schon. Ina, kann ich. Ich mag dich von Ina zu Gina. Jetzt kriege ich hier auch noch eine Namensänderung. Namensänderung. Hui. Ja. Mensch, wir stehen hier am Parkplatz. Ja, voll die Gangster. Also ich glaube, ja. Ich würde gerne das Auto da hinten klauen. Ich sollte auch ausmachen, weil ich kann auch nicht mehr sprechen. Hm. Oh, das ist das Weiße. Ja, ich überlege gerade, ob ich das noch als mein Auto markiere. Hui. Naja, musst du zum Dings machen dann. Zum Mechaniker. Wo ist denn die nächste Werkstatt? Hey, Auto, komm mal her. Aber ich glaube, das kannst du nicht als Auto machen. Ich glaube, das ist zu sportlich. Ja, ich befürchte es fast auch. Ich nehme das neben dir einfach. Ich wollte gerade sagen, das finde ich fast noch cooler. Ja, du kannst es auch nehmen, warte. Nee, alles gut, nimm das ruhig. Ich schau mal hier hinten noch, was hier noch so rumsteht. Wir shoppen Autos und klauen sie einfach, sehr gut. Aber ich meine, die sind ja auch nicht geschlossen. Die Tür war offen, also ich habe nichts geklaut. Ganz einfach. Aber das sehe ich ja mal auch so. Ich habe die Fensterscheibe eingeschlagen. Also ich leuchte dich mal an, damit du es besser siehst, das Auto. Ich bin nett. So, weißt du, ich habe Familie. Das ist aber auch cool. Ich brauche Platz. Familie, ein Auto. Ui. Oh, das andere ist aber ein Audi. Ich möchte ein Audi haben. Jetzt geht's ja los. Jetzt haben wir hier Ansprüche und Wünsche. So viel zu kein Frauenschläger, der Flo. Geil. Ja, aber nur in GTA, Leute. So, Moment, ich habe jetzt gar nicht auf die Karte geguckt. Wo müssen wir hin? Ich finde tatsächlich das Auto hier hinten voll cool. Hä, warum dreht sich denn jetzt die Perspektive hier ständig? Ja. Hui. Kannst du mir einfach folgen? Achso, wo gehst du hin? Ach, du nimmst das Auto jetzt. Ja, ich finde das auch nicht schlecht. Du und deine Familienautos. Mit wem möchtest du denn eine Familie gründen, Ina? In GTA? Mit mir? Können wir eine Familie gründen? Könnte sich schwierig gestalten. Ich glaube, ich finde das andere doch besser. Naja, wir können jemanden adoptieren, also. So. Wir adoptieren einfach Zero. Zero, ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Scheiße. Ich glaube tatsächlich, wir reden hier von einer weiblichen Person. Ich bin da jedes Mal wieder verwirrt, aber ich glaube mittlerweile zu wissen, dass es weiblich war. Schreib mir bitte nochmal in die Kommentare. Ja. Ich bin gerade selber verwirrt, wo Flo das sagt. Achso, der das schreibt, oder sie, oder es, oder keine Ahnung. Sollte ich nicht anfahren, sorry. Wie gesagt, Hackfleisch, hallo. Führerschein gemacht. Ja. So, jetzt fahr doch mal vor. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir hin sollen. Du machst die Fenster. Das, ja, okay, folge mir einfach. Du machst mich wahnsinnig. Ich hab's markiert. Ja, das ist schön. Du möchtest ein Auto hier haben. Ja, deswegen fahr doch mal jetzt hier. So. Stoppschild. Oh nein, jetzt bremst der am Stoppschild, ey. Ja. Ich fahre normal. Alter, Flo, ich nehme mal an, du willst links abbiegen. Ja, ich warte. Ja, ich warte schon wieder. Ich fahre in den LKW. Nee, ich fahre einfach. Nee, ich weiß ja nicht, wohin, du musst doch vorfahren. Ja, einfach geradeaus. Ich weiß nicht, welchen du markiert hast hier. Ja, dann gleich den in der Nähe, den ersten. Boah, die Skyline von der Stadt in der Nacht ist so schön beleuchtet. Ja, das stimmt. Schaut voll cool aus. So mit den Lichtern am Hochhaus. Hui. Und jetzt links abbiegen. Ich fahre ein bisschen komisch. Grad. Die Ampel fällt heute aus. Auch nicht gerade besser. Das mit dem links abbiegen kam ziemlich spät. Wow, immerhin fahre ich nicht wie du. Was machst du denn da? Heilige Scheiße, ey. Ich versuche mein Auto unter Kontrolle zu bekommen, aber es klappt nicht so ganz. Offensichtlich. Ich krieg gerade richtig Hunger, ne? Ja, ich habe auch langsam Hunger. Ah, stopp. Bremsen hier rein. Ah, okay, an die Ecke hier erinnere ich mich. Hui. Ja.
Das Fahrzeug ist zu heiß zum Tunen. Okay, ja, es ist bestimmt bei jedem unserer Fahrzeuge gerade so. Ich kann es bedenken. Oh, nein, wow. Alter, ich kann reinfahren. Oder was? Wie gut. Ciao. Nein, ich bin drinnen. Du brauchst ein Fahrzeug, wenn du Los Phantom Castes besuchen möchtest. Na, aber ich kann auch sehen. Ja, so ist das Flug. Leider sehe ich dein Auto nicht. Repariert? Ich muss dein Stream nachschauen, Mann. Ina. Oh, jetzt will ich es irgendwie verkaufen. Wie viel bringt's? 8500 ist natürlich auch nicht verkehrt. Ja, mach doch, ja. Dann kaufst du deine ganzen Shopping-Outfits wieder zurück. War bei Schutz vor Diebstahl und Verlust, oder? Ja, ich glaube ja. Muss ich das jetzt mit einem Peilsender ausstatten? Ich kann mich gar nicht mehr richtig dran erinnern. Ja, genau, dann hast du das. Ach nee, war doch männlich. Welche Person war... Also Zero Lovegood ist doch männlich. Hä, aber welche Person hat mir denn geschrieben, dass sie weiblich war, wo ich immer gesagt habe, sie ist männlich? Vielleicht... Okay, da habe ich dich jetzt auf jeden Fall verwechselt. Ich weiß gar nicht, wie der zuschaut. Elektro? Irgendjemand mit E. Wir sind alle Neutrums. Bei dir. was sagst du bitte? E-Beams Hackfleisch. Ja, okay. War auch voll geil. Du hast jemanden im Chat, aber cooler Name auf jeden Fall. E-Beams. E-Beams ein Opfer. Was? Von Österreich. Nee, von Österreich. Ich muss mich dem Deutschen anpassen. Oh, Flo, ey. So. Ich glaube, es war hier, oder? Wie viel Kohle habe ich denn eigentlich noch? Ich muss immer noch oben in OBS gucken, was ich noch an Geld habe, weil ich sie gar nicht sehe. So. Ina spielt mit mir nie wieder GTA, weil ich voll... Das ist voll der Totschläger, crazy. Der Frauenschläger ist das hier. Ja, sie bannt mich für immer und ewig. Ah, cool. Ach, schau mal, hallo. Das ist jetzt mein Hast Auto dein Auto hier. Jetzt verkauft? Nee, das ist jetzt meins hier. Siehst du das nicht? Ja. Ja. Aber ich habe keine Vollkasko! Bitte töte mein Auto nicht. So, ich klaue mir jetzt noch ein anderes Auto, was ich verkaufen kann. Moment. Okay, ich kann dich doch gerne mitnehmen. Warte, ich halte ein Auto auf. Nee, du machst mir einfach nur Angst. Warte, stopp. Hier, schau mal, ich hab's geblockt. Wow, soll ich es jetzt auch noch reparieren? Mal gucken, wie viel wir dafür kriegen. Wenn es nur 3000 sind, fahre ich sofort wieder raus. Bleib Alter. Stehen. Ja, ich hab einen abgeknallt für dich. Dankeschön, das ist so liebenswert von dir. Die Blutflecken fallen ist bestimmt gar nicht auf, wenn ich das Auto verkaufen will. Nein, ich habe auch einen Stern, also... Wow, hoppla. Dann dreht er mich hier erstmal richtig. Ja, wer kann, der kann. Ich habe Kuchen. Da kommst du nicht rein. Opfer von... Ui. Du kannst auch gerne die Treppe rauffahren, vielleicht. Nee, ich wollte gerade hier so ein Stück drehen. Ui, ich hatte den falschen Winkel. Boah, wow, jedes Mal fahre ich gegen dieses Scheißding gegen, ey. Oh, ist Hackfresse bei dir von der Schweiz? Oh mein Gott, cool, ich mag Schweiz. Ich liebe die Schweiz. So ein schönes Land. Oh, dachte, das ist GTA. Und abonniere Ina. Okay. Abonniere Ina. Okay. Rumschleimen. So, was bringt uns das Verkaufen? Oh, Verkaufen ist gar nicht mal so schlecht. Dann kann ich ein Auto tunen von der Polizei? Das möchte ich jetzt mal probieren. Machen wir das tatsächlich mal. Ich bin tot. Okay. So, Mensch, halt gleich wieder ein bisschen mehr Geld auf dem Konto. Das ist doch toll nach unserer Shopping-Tour. So, sehr gut. Wow, Alter, was ist denn hier passiert? Was hast du hier schon wieder angestellt, ja, Flo? Die Polizei, ja, du kennst mich schon mittlerweile, glaube ich. Oh, die Polizei hasst mich. Ja, offensichtlich. Guck mal, was du hier angerichtet hast. Jetzt fahren sie weg. So, das ist mit dem Auto passiert, weißt du? Ach, nee. So, okay, Liebe, ich glaube, wir machen jetzt an der Stelle tatsächlich mal Schluss. Yay. Ich hätte tatsächlich nichts dagegen, gleich nochmal ein bisschen Dead by Daylight zu spielen. Aber GTA habe ich jetzt gerade tatsächlich nicht mehr so krass Bock drauf. Ja, nach den 5 Runden verstehe ich. Und nach der langweiligen Riesenradfahrt. Ich würde dann vorschlagen, wir gehen mal kurz in Pause so. Dann machen wir mal kurz ein Päuschen.